CSI Geron ist ja geil. Komm, los. Er hat seinen Angreifer noch nicht einmal richtig gesehen und ist schon schreiend davongelaufen. Was für ein Feigling. Aber mit Schwert, ne? Wollen wir mal Han Solo befragen hier? Er hat nichts Interessantes im Kopf. Bei den Göttern, was war das? Ich zeichne es sofort auf. Okay. Genauer wird es nicht. Oh, es hat keine Augen. Danke, Geron. Das sollte reichen. Du musst dich weiter wegstellen. Ich bereite jetzt den Bannkreis vor. Ja, wieso? Was jetzt? Wie weit ist es noch? Was? Was ist? Ich dachte, du hast was gesagt. Nein. Leider kann ich nur die Rahmenbedingungen schaffen. Den richtigen Zauber weiß ich erst, wenn ich das Vieh sehe. Mich wundert, dass der Mob nicht vor dem Zelt davongelaufen ist. Wahrscheinlich ist der Angreifer aus dem Wald gekommen. Nach Dragonia. Wie weit ist es noch? Jetzt habe ich es auch gehört. Ich werde auf einmal so müde. Was mit dem Baum? Bei den Göttern, Geron. Der Baum, er war die ganze Zeit hier. Was willst du? Ich habe Hunger. Ich muss essen. Wenn ich verhungere, bevor die Masse Draconia erreicht, siehst du keinen einzigen Schilling. Verstehst du, was ich sage? Ich bin ein Kind der Stadt. Ich kenne mich hier nicht aus. Es sind noch viele Meilen bis nach Draconia. Und wir haben gerade erst begonnen, den Berg zu erklimmen. Ich muss essen. Gib mir Silber. Silber? Die Silberschale aus der Grabkammer. Gib sie mir. Prinzessin, er scheint euch einen Tausch anzubieten. Wollt ihr euch wirklich darauf einlassen? Die Silberschale aus der Grabkammer. Ich habe sie behalten, falls ich unterwegs etwas von Wert brauche. Ne. Die Silberschale für ein Stück Lamm. Einverstanden? Nein. Jetzt gib schon her. Nein. Asafsha. Ja, Gesundheit. Ich schätze, das Geschäft ist geplatzt. Ich bin nicht auf ihn angewiesen. Ich kann mir selbst etwas fangen. Wie kommt es, dass du auf einmal widersprichst? Seit wir die Höhlen verlassen haben, warst du stumm. Ich hatte Angst. Angst? Ja, ich habe Jahrtausende in einem dunklen, aber sicheren Loch gehaust. Ich weiß nicht, wer ich bin, woher ich komme, wohin ich gehe und wie das alles enden soll. Zudem bin ich an eine grimmige Frau gebunden, die einen vermutlich dämonischen Stab auf ihrem Rücken trägt. Natürlich habe ich Angst. Lacht nicht. Immer wenn ich glaube, euch durchschaut zu haben, lacht ihr wieder wie eine ganz normale Frau. Sogar euer Magenknurren ist das einer Normalsterblichen. Es wird höchste Zeit, dass ich esse. Was denn? Euer Führer hat euch in der Hand. Er weiß, dass ihr in dieser Wildnis ohne ihn sofort verloren werdet. Abwarten. Ich habe hinter dem Baum den Bau eines Tieres gesehen. Und was auch immer dort lebt. Ich werde es fangen. Und ich werde es essen. Da. Ein Kaninchenwurz. So. Fell und Seil. Soll Rachban es wieder zusammenbinden. Es ist nicht meine Aufgabe, sein Bett zu richten. Ach so, sein Bett. Ich verstehe. Ein Gebüsch.
Nie. Ich könnte mich dahinter verstecken, aber nicht ohne Grund. Löwenzahn. Wenn eine Frau allein von Blumen leben könnte, ich hätte mehr als genug zu essen. Ach ja. Ich darf jetzt nicht den Kopf verlieren. Ah. Stab. Achso, wir können ja aktivieren, deaktivieren. Irgendwas, genau. Hier wäre genug Platz für eine Falle. Das bringt mich nicht weiter. Ist schlecht. Das wird niemals gehen. Ist schlecht. Das führt doch zu nichts. Ja, okay. Ich sehe keinen Zusammenhang. Okay, gut. Ich weiß ja Bescheid. Er ist so schwer. Aber warum sollte ich ihn auch hochheben wollen? Er ist so schwer. Aber warum sollte ich... Zur Anhöhe hoch? Ich bleibe erstmal hier. Okay. Komm raus, kleines Tier. Ich muss dich essen. Ihr seid so gut mit Worten, Charizard. Ich lüge nur, wenn ich muss. Das bringt mich nicht weiter. Genau, boah, geil, Beton. Jetzt haben wir hier ein Fell. Stock. Das siehst du. Strippe. Wunderbar. Oder liegt das da an der falschen Stelle? Oder auch nicht, weil wir müssen es hier anlocken. Nein. Warum nicht? Nein. Ach nee, das ist ja auf der Wiese mit Löwenzahn, ne? Es hat angebissen. Nein! Ja, komm näher. Gleich habe ich dich. Na toll. Na toll. Hat ja wunderbar geklappt, hä? Hä? Muss mein Löwenzahn? Ach, ich hab das Seil aufgenommen, ich Idiot. Irgendwas fehlt noch, ne? Das muss ich nicht mehr. Hä? Wieso nicht? Trockenes Holz zum Feuer machen. Die Scheite sind zu stumpf, um sie in den Boden zu treiben. Ich habe sie angespitzt. Ist das jetzt besser?
ja toll. Wenn ich das Seil um die Pflöcke spanne, bringt mir das nicht viel. Aber vielleicht lässt es sich irgendwie anders anbringen. Wie? Woran soll ich es festmachen? Das Fell ist nun voller Löcher. Ah! Den letzten Pflock bekomme ich nicht heraus. Zeig mir deinen Dolch. Jetzt will er auch noch meinen Dolch. Ja, Löwenzahn, das wäre super. Warte mal, durchlöchertes Fell. Okay, jetzt aber. Ha, jetzt aber. Es sind hier keine Tiere zu Schaden gekommen, ja? Also ich bitte das zu verstehen. Beeindruckend. Armes Tier. Und nun? Ich kann es nicht einfach roh essen. Wir können ja Feuer machen. Hier hast du Steine. Oh, wer braucht sie nicht? Nein, das sind besondere Steine für Feuer. Er scheint etwas in der Hand zu halten. Ich traue dem nicht. Das sind Feuersteine. Danke. Und jetzt den Stab. Was? Steine für den Stab. Das ist der Preis. Warum habe ich sie dann schon? Danke, dass ihr mich nicht hergegeben habt. Ich dachte, du wolltest mich loswerden. So unberechenbar ihr auch seid, er ist noch viel schlimmer. Ey, ich hab's gesehen. Ich habe versagt. Ich kann genauso gut hier liegen bleiben und sterben. Oh. Er hat alles mitgenommen. Nur die Feuersteine und die Maske hat er mir gelassen. Ich werde diesen Mistkerl jagen. Ich werde ihn fangen. Und ich werde ihn ausnehmen wie eine Ratte. Niemand missachtet mich und kommt heil davon. Oh, die ist aber sehr aggressiv, oder? So, was haben wir jetzt? Wir haben jetzt... wo ist die Maske? Ich habe hier bloß die Steine. Und es geht hier nur da lang, okay. Oh, oh, oh. Kapitel 3. Ohne Untertitel. Wo ist er lang? Sind das Tierspuren? Oder war das Rachwahn? Wenn ich der falschen Spur folge, finde ich vielleicht nie wieder zurück. Vielleicht mit diesen Bären. So, von hier bin ich gekommen. Auf diese Weise gehe ich auf jeden Fall nicht verloren. Kapitel 2 Erfolg. Ja, ich glaube auch, der hat sich mit der Falschen angelegt. Hier sind überall Spuren und jede führt woanders hin. Ich kann nur raten, welche seine ist. Okay, ich nehme mal stark an. Okay. Was haben wir hier? Okay, blaue Beeren.
werden. Die können wir auch wahrscheinlich hinlegen, wa? Okay, kommen, gehen. Ha, ich bin richtig. Was? Er war hier. Erst hat er mein Kaninchen gefressen. Und dann, meinen Dolch in den Baum geworfen. Er macht sich wohl über mich lustig. Okay, warte mal, aber trotzdem. Bleibt das ja. Kaninchenreste nehmen wir mit. Da gibt es nichts mehr zu holen. Der Mistkerl hat das Tier bis auf die Knochen abgefressen. Na toll. Er hat ihn genau so geworfen, dass ich nicht rankomme. So. Bleiben wir dem Weg treue. So. Wir können da lang, da lang, da lang. Gehen wir mal kurz da. Ah, ich hab nicht markiert. Mist. Was ist das hier? Nichts. Warte mal, ich gehe mal kurz nochmal zurück. Okay. Hier geht's aber auch lang. Warte mal, vielleicht. Hier war ja wüscht. Ich gehe mal da kurz gucken. Das Wasser. Der interessiert aber nicht das Wasser. Ich liebe sowas. Ja, also wir werden, ich glaube, wir kommen hier nie wieder raus aus dem Ding. Nie wieder. Oh, was ist das? So, von dort sind wir hergekommen. Können wir damit mit dem Seil, wir haben ja einen Weg markiert. Da lang. Da lang. So. Da. Jetzt haben wir ein Messer. Jetzt können wir theoretisch wieder gehen.
Huch, da war gerade ein Quicksave. Ein Autospeichern. Oh, gibt es auch schon wieder Wege. Oh. Eigentlich sein, oder? Warte mal, hier ist ein, was ist das hier? Abgebrochene Pilze. Oh! Frisch gebrochene Pilze. Mein Freund hat doch nicht etwa noch immer Hunger. Oh, ist das ein Hinweis? Moment mal. Oh Gott, ich habe nichts markiert. Packen wir mal kurz hier hin. Halt. Nee, guck mal, das ist doch das ist Monument. Und ein Dornbusch. Ah, komm. Mit dem Macheten durch. Was ist das hier? Eine Silberschale. Das ist so offensichtlich. Es kann nur eine Falle sein. Besser, ich bin vorsichtig. Da hängen überall kleine Spinnen. Ich lasse sie besser liegen. Ich brauche sie ohnehin nicht mehr. Mhm. Endlich. Okay, zu einfach. Jetzt schnell den Stab. Da war... Die habe ich gar nicht gesehen. Ah, oh, Prinzessin. Ich hatte mich bereits auf die nächsten 1000 Jahre eingestellt. Dafür ist jetzt keine Zeit. Wo ist er lang? Da hinten, über den Baumstamm. Ich habe die Spinne gar nicht gesehen. Gut, sie folgt uns nicht. Wir sind sicher. Vertraust du mir jetzt? Ihr habt mich doch nur gerettet, damit ich euch sage, wohin euer verräterischer Führer geflohen ist. Hör auf, an mir zu zweifeln und beginne endlich mir zu vertrauen. Ich vertraue euch erst, wenn ihr mir sagt, was ihr mit mir vorhabt. Nichts. Ich habe nichts mit dir vor. Es liegt ganz allein an dir, ob du mir hilfst oder nicht. Das glaube ich nicht. Ich ziehe in eine Schlacht, deren Verlauf kein Wesen voraussehen kann. Ich folge einem Plan, der sich nicht planen lässt. Ich nehme, was ich kriegen kann. Und wie ein Gaukler baue ich mir daraus ein Sicherheitsnetz. Aber woher wisst ihr, dass das Netz am Ende halten wird? Das weiß ich erst, wenn es soweit ist. Alles, was ich tun kann, ist fallen. Wieso habe ich nur das Gefühl, dass das alles kein gutes Ende nehmen wird? Vertrau mir. Ich habe besser vorgesorgt, als du glaubst. Stufe aufgestellt. Was? Hä? Was für Stufen? Warte mal kurz, ich habe glaube ich vorher gespeichert. Toll. Na toll. Okay, ja. Ich habe die Spinne nicht gesehen. Echt nicht. Deswegen habe ich mich so gewundert und dann auf einmal, ich wollte eigentlich mit der Fackel, deswegen habe ich gesagt, das ist viel zu einfach, wollte ich das Spinnennetz kaputt machen. Aber ihr habt nicht gesehen, dass dahinter so ein ja, okay, ne? So, aber warum haben wir Level abbekommen? Für was denn? Oh. Was ist hier geschehen? Sieht aus, als hätte ein Kampf stattgefunden. Besser nicht. Oh.